Verfickte Scheiße, ne? Der erste Schappi-Gorilla-Fail aller Zeiten hier, Freunde. Guckt euch das an. Schön Max VG Absinth. Ich hasse es sowieso. Und dann passiert noch so eine bekackte Scheiße mit Schappi-Gorilla. Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem Hardware-Review. Heute haben wir den Artgen Manta RTA. Das Ding ist ja mittlerweile so krass im Hype. Thomas und die ganzen anderen Jungs haben das Ding auch irgendwie in den Himmel gelobt. Und ich kann es wirklich nur befürworten. Also der Manta RTA ist wirklich vom Geschmacksbild her, vom Wickeln, alles Mögliche, wirklich on top. Nicht zu viel verraten, abrunden in die Detailansicht, Freunde. Wir gucken uns das ganze Ding zusammen an und dann dampfen wir es im Fazit. Zu dem abschließenden Fazit vom Manta RTA. Ne? Ihr werdet wahrscheinlich schon zig Videos gesehen haben. Ich hänge mal wieder hinterher, was ist ganz normal bei mir. Ich mache es dann, wenn ich drauf Bock habe. Manta RTA, die ganze Verarbeitung von dem Manta ist wirklich richtig hochwertig und schön. Ne? Ich habe ihn hier in dem schwarzen Design, unten mit diesem goldenen Rand, der so durchschimmert. Das sieht echt geil aus. Das dickbauchige Glas, meiner Meinung nach, muss man sich dran gewöhnen. Das Gerade ist doch schon um einiges schöner, aber das sei jetzt mal dahingestellt. So, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Ich finde es eigentlich ganz geil. Das kleine Drip-Tip stört mich mittlerweile auch nicht mehr, wenn man die vernünftigen Coils da drin hat. In dem Sinne kann ich nochmal erwähnen, Ohmslauer Coils, könnt ihr mal auschecken bei Instagram. Lohnt sich auf jeden Fall. Habe ich jetzt im Moment auch drin. Das sind so NE80 Coils, Alien Coils besser gesagt. Und ja, ich würde sagen, einfach mal an dem Ding dran rumnuckeln und mal gucken. Ich stelle das Ganze mal noch ein bisschen höher. Wir sind bei 0,13 Ohm, 72 Watt. Läuft eigentlich ganz geil. Because you're acting like a volcano. Okay. Und ihr seht, das Ding prügelt raus und prügelt und prügelt raus und läuft auch gar nicht trocken. Ich habe hier mal so ein Absinth-Liquid drin. Ich gewöhne mich im Moment noch so ein bisschen an Absinth. Ich bin das mal ein bisschen für den einen oder anderen am Testen. Ich mag hier gar kein Lakritz oder Absinth, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich wollte einfach mal einen Geschmack holen, den ich nicht immer drin habe, um mal zu sehen, wie sich das Ganze entfaltet. In dem Manta RTA zum Beispiel und dieser Absinth-Note. Verdammt, die kommt einfach wahnsinnig rum. Ich kenne Absinth noch von früher. Ich habe früher gerne Absinth getrunken, muss ich dazu sagen. Heute trinke ich ja eigentlich kaum noch was. Deswegen, wie gesagt, Manta-Verarbeitung wirklich 9,5 von 10. Wickelkomfort auch 9,5 von 10. Man kann die Watte super geil, super easy verlegen. Die ganzen Gewinde laufen top. Man hat was Schönes im Lieferumfang dabei, ne? Wie so ein kleines Poliertuch, ein anderes Glas etc. pp. Also kann ich wirklich nur Daumen hoch geben, befürworten. Man kann eigentlich nichts Schlechtes über den Manta sagen, außer dass das Dickbauchige halt vielleicht ein bisschen bescheuert aussieht, aber das sei jetzt mal dahingestellt, das ist ja relativ egal. Deswegen sind zwei verschiedene Gläser dabei und dann kann sich jeder aussuchen, welches Glas er möchte. Wie gesagt, von mir gibt es definitiv auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wenn ihr nach einem neuen Selbstwickelverdampfer sucht, ein bisschen was
ausgefallen ist, was stylisches. Manta on the top, ohne Scheiß, macht Spaß. Ganz, ganz tolles Geschmacksbild. Ihr könnt die Airflow so einstellen, wie ihr Bock drauf habt. Was will man mehr? In dem Sinne, Freunde, wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir lieben gerne ein Like oder ein Abo da. Stay true. Join the Mapside of Life und bis demnächst.